Servus und hallo, hier die Anja von Die Frau am Grill. Heute dreht sich alles ums Thema Ribeye-Braten und zwar in der Küche. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Und hier habt ihr schon einen kurzen Blick drauf werfen können, gell, auf das Ribeye. Kameramann, zieh doch noch mal drüber hier. Ein wunderbares Stück Fleisch von höchster Qualität. Es handelt sich hierbei um irisches Rindfleisch, deswegen haben wir auch hier das Fähnchen. Und da möchte ich auf die Webseite irishbeef.de verweisen. Da geht es wirklich um Nachhaltigkeit, um Qualität, um das Wohl der Tiere. Informiert euch da mal gerne. Also ich verweise da gerne auf irisches Rindfleisch. Und man sieht es ihm ja schon an, da steckt Qualität drin. Ja, und jetzt gehen wir mal so in drei Schritten durch dieses Thema durch. Im ersten Schritt, wenn es ans Thema Ribeye-Braten geht, dann wascht ihr das Fleisch, tupft es trocken und lasst es Raumtemperatur annehmen. Das ist das Stichwort. Denn es macht einen Unterschied, ob ihr das Fleisch vom Kühlschrank aus, ja, wenn es 8 Grad hat, zubereitet oder wenn es schon Raumtemperatur angenommen hat, dann ist der Weg zur gewünschten Kerntemperatur nicht mehr so weit und das Fleisch ist nicht so lange der Hitze ausgesetzt und wird nicht trocken, bleibt schön saftig. Gehen wir schon über zum zweiten Schritt. Da schnappt ihr euch eine schwere gusseiserne Pfanne, also ein richtig gutes, massives Teil. Warum? Weil bei diesen Pfannen einfach die Hitzeverteilung besser ist, ja. Die Pfanne heizt sich stark auf und kann natürlich dann diese Hitze auch dementsprechend ans Fleisch abgeben, schön gleichmäßig. Also wenn man schon merkt, die Pfanne, die steht gar nicht gescheit am Herd, das ist nichts, weil das Fleisch soll gleichmäßig scharf angebraten werden. Und zwar in einem Speisefett, das hohe Temperaturen gut aushalten kann. Ja, Butterschmalz, Öle könnt ihr verwenden, was ihr mögt. Und ich werde jetzt einmal die Pfanne ordentlich vorheizen. Ja, und dann das Öl erhitzen und da geht es schon über zu Schritt 2 letztendlich, ja, dem scharfen Anbraten von beiden Seiten. So, die Pfanne ist ordentlich aufgeheizt, das Öl ist drin, der Feuermelder ist abgedeckt, der geht bei uns da meistens an. Und dann braten wir das Ribeye jetzt von beiden Seiten scharf an. So, Spritzschutz drauf. Den Küchenboden und die Küchenablagen schonen. Wie lange muss das jetzt anbraten? 1 bis 2 Minuten pro Seite, bis er schöne Farbe hat. Zeit zum Wenden. Moment da, jetzt auch. Ui. Wunderbar, gell? So muss das sein. Und weitere 1 bis 2 Minuten. So, Schritt Nummer 3 folgt. Wir nehmen das Ribeye aus der Pfanne. Und jetzt kann man es natürlich noch nicht essen, es ist noch nicht fertig. Wir werden es jetzt auf die gewünschte Kerntemperatur zu Ende garen und ich bevorzuge dabei 55 Grad. Man muss bedenken, das Steak braucht nach dieser Phase auch noch eine Ruhezeit und da gar es noch 1 bis 2 Grad nach. Ich ziehe es jetzt mal auf 55 Grad, das bevorzugen wir sogar. Ich verweise mal auf den Artikel dazu bei frauamgrill.de und da könnt ihr auch die Garstufen dann noch mal nachlesen. Gell? So, und jetzt versehe ich es mit einem Kerntemperaturthermometer. Jetzt wollen wir natürlich auch das kontrollieren. Ja? Das führe ich dann an der dicksten Stelle ein und ich habe hier dazu meinen Meter und der misst hier die Temperatur im Fleisch und hier im Garraum und das lässt sich dann wunderbar über diese App kontrollieren. Und wer sich für den Meter interessiert, ich verlinke ihn euch unterhalb des Videos in der Infobox. So, und jetzt das Steak mit dem Fleischthermometer versehen. Und ab damit in den auf 100 Grad vorgeheizten Backofen zum Garziehen. So, schaut mal auf die Mitte-App. Wir liegen jetzt bei 54 Grad und es wird gleich auf 55 Grad hochgehen. Wie gesagt, 1 bis 2 Grad gart es noch nach. Das müsst ihr einfach einplanen. Ich habe übrigens den Herd auf 100 Grad Umluft geregelt. Ihr könnt auch Ober- und Unterhitze verwenden, dann 120 Grad.
Ja, und jetzt warten wir mal noch. Jetzt. So, jetzt hat. Schaut euch das an, wie schön das ausschaut, wie saftig das daherkommt. Und jetzt ziehe ich einmal das Kerntemperaturthermometer sanft raus. Ja, und jetzt läuft vielen vielleicht schon das Wasser im Mund zusammen, dem Kameramann sicher auch, gell? Aber bevor wir jetzt das Ribeye Steak anschneiden, muss es noch ruhen, damit sich die Fleischfasern entspannen und sich die Fleischsäfte wieder gleichmäßig im Fleisch verteilen, und je nach Dicke so 5 bis 10 Minuten. Ja? Ich habe jetzt hier übrigens Alufolie verwendet und dann noch ein Stück Backpapier drüber gelegt, damit es nicht mit der Alufolie in Kontakt ist. Viele sehen das ja ein bisschen kritisch, aber die Alufolie, die hält es eben schön warm. Ihr könnt aber auch zu Butcher Paper greifen. So, und jetzt werden wir unser Ribeye Steak gleich anschneiden und kosten. Es ist soweit. Packen wir es aus, oder? Und probieren. Dann schneiden wir mal von hier aus die Tranchen herunter. Wunderbar. Fantastisch, oder? So schaut es jetzt aus. Medium, würde ich sagen. Sehr schön. Und jetzt einfach pur Salz, Pfeffer, mehr braucht es nicht. Und wir kosten mal, gell? Wahnsinn, wie saftig das ist, gell? Kameramann, bitteschön. Dankeschön. Was für ein wunderbares Rindersteak. Zart, außerordentlich saftig mit einem intensiven Rindergeschmack. Genauso soll das sein. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf bekommen, Ribeye Steak nachzumachen. Informiert euch gern noch über irisches Rindfleisch. Ich verlinke euch die Seite irishbeef.de unterhalb des Videos in der Infobox, ebenso noch den Mieter. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja, macht's gut.